Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in die Look Fantastic Beauty Box aus dem Monat Oktober. Leute, es ist schon Oktober. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit diesem Video. Ja, ich bekomme sie sowohl im PR als auch selber in meinem privaten Abo und eine Box davon verlose ich immer. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Und ja, heute ist sie angekommen. Ich möchte sie euch direkt einfach mal vorstellen. Und es ist eine Beautybox, die monatlich erscheint. Die kostet ab 17 Euro pro Box und pro Monat. Und ihr könnt mit meinem Code CLAUDIWELT nicht nur auf alles Mögliche dort den Rabatt, den maximalen Rabatt rausholen, sondern auch auf die Beautybox ordentlich was sparen. Also schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da setze ich euch den Link super gerne auch mal dazu rein. Dieses Mal kommt sie auch tatsächlich in einem ganz klassischen Boxendesign wieder daher und das war jetzt sonst monatelang auch so gewesen, fast ein Jahr oder so, ne, dass wir halt nur den Umkarton hatten. Vielleicht recyceln die jetzt noch die alten Boxen, das weiß ich nicht und ich bin echt gespannt. Also die kam jetzt heute an und ich war irgendwie auch gar nicht so mental darauf vorbereitet. Im Boxendeckel steht Together we can do great things und das stimmt tatsächlich. Wir können gemeinsam große Dinge machen und das merke ich ja zum Beispiel anhand dieses Kanals. Leute, ihr seid einfach großartig. Herzlich willkommen erstmal an alle neuen Zuschauer und an alle, die schon länger mit dabei sind. Ich bin so happy, dass es euch gibt, ey. Ich werde mal wieder ein bisschen emotional. Ja, das passiert hier manchmal, ne? Und solltest auch du noch nicht Teil der Crew sein, aber es gerne werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und verfolge mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Genau. Und ich kriege schon wieder rote Ohren. Ich bin ganz aufgeregt. Es ist tatsächlich so, ne? Also, dass man einfach so, keine Ahnung, anfangs mit dem Handy gefilmt hat und dann jetzt mittlerweile hier in einem super professionellen Setting im Prinzip sitzt und das Ganze hier irgendwie auch beruflich macht, ist einfach total abgefahren. Okay, Leute, wir schauen jetzt einfach mal in die Box hinein, ne? Ich glaube, das wäre mal was. Und ich habe euch natürlich auch Timestamps reingesetzt, da seht ihr dann auch quasi die einzelnen Produkte nochmal. Ich starte mit einem Produkt von Glove, Ultra Soft Reusable Pads. Und bei der Look Fantastic The Box haben wir das übrigens auch, dass wir eigentlich in allen Boxen das gleiche drin haben. Vielleicht ein, zwei Produkte unterscheiden sich mal. Das ist aber auch auf der Homepage immer genau aufgeführt. Genauso auch bei den ganzen Limited Editions, bei den Adventskalendern und so. Du kaufst nie bei Look Fantastic die Katze im Sack und das finde ich mega abgefahren. Hier haben wir auf jeden Fall so wiederverwendbare Abschminkpads. Die hatte ich auch schon mal von Glove, aber ich glaube nicht die hier. Da sind zwei Stück drin und ich verwende ja immer solche wiederverwendbaren. Ne? Entweder um halt wirklich mich abzuschminken oder um Toner aufzutragen. Das Ding bei denen von Glove ist leider, dass die hier halt diese Kante haben. Das ist ja im Prinzip keine wirkliche Naht, sondern das ist ja, glaube ich, irgendwie dann verklebt oder so. Und das merke ich im Gesicht und das stört mich tatsächlich. Ja, es sind halt so die kleinen Dinge im Leben. Ne? Aber das ist etwas, was ich auf jeden Fall anmerken möchte. Ansonsten finde ich das mega nice, dass wir das als Tool hier drin haben. Ansonsten, ja, haben wir jetzt hier erstmal so ein Ding, was so richtig Cavities gibt. Es ist halt so ein Avant-Produkt, ne? Avant-Produkte treiben den Wert der Box natürlich immens in die Höhe. Gentle Rose Beautifying Face Exfoliant haben wir hier drin und da sind 50 ml drin enthalten. Ja, ne? Also das ist sicherlich ein krasses Zeug. Ich persönlich würde es jetzt nicht unbedingt verwenden, weil das ist sehr wahrscheinlich ein Peeling, was halt mechanisch ist. Ne? Das mag meine Haut nicht so gerne. Ich habe hier mein Video über Peelings gemacht. Ich bin halt jetzt mehr so in Richtung PHA gerade unterwegs, also dass ich erstmal wieder anfange, weil ich habe jetzt ja natürlich von Ostern bis Oktober Enzympeeling verwendet und jetzt muss meine Haut wieder so ein bisschen an diese chemischen Peelings auch gewöhnt werden. Und da ist PHA immer das Mildeste, was man machen kann und der schönste Einstieg, ne? Und ja, genau, so mechanische verwende ich halt eher so dann tatsächlich, aber das würde ich bei dem nicht machen, weil das ist viel zu teuer dafür, würde ich dann am Körper verwenden oder an den Händen, an den Füßen oder so, ne? Aber halt nicht im Gesicht, weil dafür habe ich eine viel zu sensible Haut. Wobei ich auch von euch schon gehört habe, dass es manche gibt, die chemische Peelings einfach gar nicht mögen, aber eine relativ robuste Haut haben. Ne, jeder so, wie er möchte. Ich kann halt nur von mir sprechen und ich habe eine super sensible Haut. Hier haben wir auch einmal das Kärtchen, wo man dann nochmal direkt so ein bisschen mehr zum Inhalt erfahren kann. Hier habe ich jetzt auch ein Produkt drin, das ist von Elemis. Das wird jetzt nicht so super hochpreisig sein, aber auch nicht günstig. Das ist das Frangipani Moon Noir Shower Cream Produkt und da sind 50 ml drin enthalten. Fun Fact, ich habe gerade von Elemis auch eine Anfrage für eine Kooperation in meinem Briefkasten.
Also da wird dann gegebenenfalls auch demnächst etwas zu kommen. Ne, da werde ich mich dann wahrscheinlich auch mal so ein bisschen durchtesten. Ja, Elemis ist halt auch so ein bisschen Marinekosmetik. Ich liebe Marinekosmetik und die haben auch wundervolle Abschminkprodukte. Ob man dann unbedingt ein Duschgel von dieser hochpreisigen Marke braucht, ist jedem selbst überlassen. Aber ich hatte das auch schon mal und da fand ich den Duft auch ganz angenehm. Ist halt sehr blumig und dieses Monoir ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das auch von Yves Rocher zum Beispiel kennt. Ne? Die haben ja auch dieses ganz klassische Monoir de Tahiti. Das ist für mich so ein Stück weit Kindheit, sehr südseemäßig. Also das ist so ein kleiner Ausflug im grauen Herbst, wirklich grau aktuell bei uns, in den kleinen Sommer wieder zurück. Das finde ich eigentlich schön, passt aber jetzt nicht unbedingt in die Jahreszeit. Dann haben wir auch was von Olaplex hier in der Box drin enthalten. Das ist die Bond Intense Moisture Mask, die Nummer 8. 20 Milliliter sind hier drin. Ich finde es super interessant. Olaplex ist aktuell wirklich überall mit drin. Die sind in jedem zweiten Adventskalender enthalten. Die sind ständig in Boxen drin. Was ist da im Busch? Wollen die mal richtig hier die Marketing-Trommel rühren? Das kommt mir echt so vor. Finde ich aber ganz interessant. Ich persönlich verwende es jetzt so nicht, weil ich einfach naturblonde Haare habe. Und ich habe mal irgendwo gehört, dass es ganz toll sein soll bei blondiertem Haar. Also wenn man halt auch wirklich gefärbtes Haar hat. Aber wenn man Naturfärbung, also Naturhaare hat, dass man das nicht verwenden müsste so. Ne? Deswegen mache ich das jetzt auch nicht. Finde ich aber ganz interessant. Ich wusste auch gar nicht, dass Olaplex bei Lookfantastic mit im Shop ist. Das ist halt auch noch so eine Sache, wenn wir halt diese Beautyboxen haben, lernst du noch mal ein paar andere Marken kennen, die es dort im Shop gibt oder gegebenenfalls bald geben könnte. Das ist ganz interessant eigentlich, so als Sneak Peek immer, ne? Wir haben auch immer 6 Produkte übrigens hier in der Box drin enthalten. Ich habe hier noch 2 in meiner Box und ich stelle mit Erschrecken fest, dass ich, glaube ich, kein dekoratives Kosmetikschätzelein hier drin habe. Okay, Project Lip habe ich hier mit 10 Millilitern. Das ist ein Lip Buff Scrub and Smooth. Von Project Lip hatte ich mal so einen Lipgloss, aber der war so heiß, also wirklich erwärmend. Das konnte ich nicht ganz so gut haben. Und hier ist es halt wirklich ein Lippenpeeling. Ich weiß nicht, womit das dann entsprechend peelen soll. Das kann ich jetzt so ad hoc nicht unbedingt lesen. Das müsste ich dann online mal recherchieren. Aber es sieht halt auch so aus, als wäre das quasi mit irgendwelchen Ölen. Okay, ja, muss ich mal rausfinden, ne? Lippenpeeling verwende ich tatsächlich auch immer mal wieder, weil ich meine, jetzt bin ich ja, ne, recht zart unterwegs, was Make-up und so angeht, aber wenn ich jetzt auch so richtig, gleich drehe ich ja auch weiter Adventskalender-Unboxings, da trage ich dann auch so rote Lippen und manchmal hält es halt sehr, sehr gut an den Lippen und dann verwende ich abends einfach das Lippenpeeling und dann geht es eigentlich ganz gut ab. Genau, kann man, wenn man möchte, verwenden. Ob man jetzt wirklich in so einer Box sowohl das Gesichtspeeling als auch das Lippenpeeling gebraucht hätte, weiß ich nicht. Und hier habe ich jetzt das letzte Produkt drin und das ist von Pi, das Resurrection Girl Hydrating Mask Produkt. Okay, eine Feuchtigkeitsmaske mit 20 Millilitern. Ja, da denkt Lookfantastic wahrscheinlich auch daran, dass jetzt so die Leute wieder ihre Heizung anstellen. Der Kamin wird angemacht und dementsprechend ist die Luft einfach viel, viel trockener, als sie das im Sommer ist zum Beispiel. Dementsprechend trocknet unsere Haut viel, viel mehr aus und wir können es eigentlich ganz gut gebrauchen, da mal so eine schöne Maske zu machen. Und das lässt du für 10 Minuten drauf. Ich würde einfach empfehlen, dass man das zum Beispiel morgens verwendet, während man so seine Zähne putzt oder halt auch, ne, ich wasche morgens immer meine Pinsel und ja, putz mir die Zähne und so und dann wirkt in der Zeit immer so eine schöne Gesichtsmaske ein. Werde ich mir mal auf jeden Fall so ein bisschen genauer angucken, ne, und ja, bin ich mal gespannt. Also du sollst es auch irgendwie einmassieren. Ja, einmassieren und dann verändert sich das irgendwie zu einer Silky Milk. Auch interessant. Das ist mit Nussöl. Okay, da muss man aufpassen, wenn man vielleicht Nussallergien hat. Ist jetzt bei uns nicht so gegeben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte sind hier drin. Und ich glaube, dass wir hier wieder einen fantastischen Warenwert haben. Ich persönlich vermisse ein bisschen dekorative Kosmetik, aber trotzdem ist es ein schöner Inhalt. Die Haare sind mitbedacht, der Körper ist mitbedacht, das Gesicht und ist hier ganz besonders bedacht heute. ja, eine schöne Box, aber es gab auch schon bessere von Lookfantastic, bin ich ehrlich. Was meint ihr zur Box? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.